Am 13. November fand im Dortmunder UDI-Fachtagung Kleiner Wohnen statt. Wie Moderator Thomas Scholle darstellte, geht es nicht um die Tiny-House-Idylle, sondern es ist das Thema Wohnungsnot, das Thema nach Flächenverbrauch, die Energiewende, der wir uns stellen müssen, die Fragen, die damit zusammenhängen, die Fragen von Nachhaltigkeit und so weiter. Das ist das, was uns umtreibt. Und mit 150 Teilnehmern war diese anerkannte Architektenfortbildung gut besucht. Gastgeber, die Stadt Dortmund und Nordwärts, erläuterten die Kampagne. Fokus sind hier freistehende feste Häuser mit maximal 30 Quadratmeter pro Kopf auf 200 Quadratmeter Grundstücken zu bauen. Das Bauen zu verbieten, forderte Autor und Architekturjournalist Daniel Fuhrhopp. In diesem Spektrum von etwas kleiner bauen, weniger Flächenverbrauch, ist gar nicht bauen. Bauscham müsse man haben, wenn man bedenkt, dass je Neubauwohnung immense Infrastrukturkosten erforderlich sind. Pro Wohnung 80.000 Euro. Großzügig verteilte er dieses Steuergeld ans Publikum. Ideen, den vorhandenen Raum zu nutzen, gab es. Vieles ist auch zu lesen in seinem Buch. Warum wir Menschen kleine Räume lieben, erläuterte Anne Söfker-Rienitz. Bei 600 Millionen Google-Einträge hat der Begriff Tiny House, was eben schon eine beeindruckende Menge ist. Aber es ging nicht um Idylle, sondern eben ein großer Bedarf, dass wir als Stadtplanung sich dieses Thema mal anschauen, denn dazu findet man noch relativ wenig. Was kann man lernen aus dem Tiny House-Hype? Auch wenn das AV-Verhältnis schlechter ist, und deswegen sind Antarktis-Pinguine übrigens größer, dann spart geringe Fläche Energie ein. Und Minimalismus und Konsumverzicht ist etwas Positives, selbst wenn ich mir etwas Kleines, nämlich ein kleines Haus kaufen möchte, dann ist das auch Konsum. Ja, das darf ich einfach nicht vergessen. Ich konsumiere. Und ich konsumiere vielleicht in einer viel aufwendigeren Art, als ich das vielleicht hätte, wenn ich in einer geschlossenen wohnen würde. Energie stellte das Fraunhofer-Institut in den Mittelpunkt. Wir beschäftigen uns halt sehr viel mit werkstofflichen Fragen, mit Umweltfragen, aber auch Fragen zur Nachhaltigkeit. Und da ist für uns zunehmend halt auch Bürgereinbindung und Partizipation ein Thema. An seinem mitgebrachten Tiny House forscht die Umsichtgruppe schon länger. Die Dämmwirkung auch von Pilzgewächsen wird untersucht. Man sieht hier halt die Holzspäne oder Stroh, was man da verwenden kann. Und das Ganze wird dann mit einem Pilz beimpft. Wer zu allen Seiten ins Freie schauen kann, hat mehr Außenfläche als eine Geschosswohnung mit nur einer Fensterfront. Da werden dann auch Luft-Wärmetausche erforderlich. Suffizienz schlägt immer noch die Effizienz. Das gilt nicht nur beim Betrieb, sondern auch beim Bau. Und neben den durch den Verbraucher beeinflussbaren Suffizienzen hatten die Umsichtleute auch gleich noch Ideen und sogar Prototypen von energiesparenden Techniken dabei. So geht es auch nicht den Raum, sondern die Kleidung zu beheizen. Das Waschbecken unmittelbar am Toilettenspülkasten, eine stehende Windturbine oder der Wasserkocher mit Peltier-Effekt sind Forschungsobjekte der Fraunhofer-Gruppe. Wie man kleiner baut, wiederum erforschten Studenten der FH in Dortmund. Wir haben darüber nachgedacht, wie man global das Wohnen in Europa und das Wohnen in sich entwickelnden Ländern zusammenbringen kann. Wir haben hier in Deutschland eine durchschnittliche Wohnfläche von 46,5 Quadratmeter pro Kopf, pro Person, inklusive Kinder. Und in Afrika sind wir davon weit entfernt und das ist ein Missverhältnis. Wir denken hier weiter über Wohnen nach. An anderen Stellen ist es viel notwendiger und das müssen wir zusammenbringen. In einem parallelen Track ging es auch ums Clustern, also um Wohngemeinschaften, bei denen neben der individuellen Wohnfläche auch Bereiche gemeinschaftlich genutzt werden. Flexibel sind so je nach Bedarf Zimmer hinzu- oder abzubuchen. Manuel Lutz und Norbert Post betonten den Gemeinschaftssinn. Irgendwie habe ich bei vielen gehört, dass das eigentliche kleine Haus nicht das Wichtigste ist, sondern dass wie wir damit in der Gruppe umgehen. Vom Eco-Village in Hannover berichtete Dr. Thomas Köhler. Die Gruppe für das Baugebiet in Kronsberg hat inzwischen eine Genossenschaft gegründet, kann sich mit 800 Leuten über Zulauf nicht beklagen und hat sehr gemischte Wohnmitglieder. Wirklich spannend und andere
die werden im Grunde durch die Marktentwicklung reingetrieben. Das ist ja auch, ich würde sagen, die Mehrheit, die jetzt gar nicht aus dieser Öko-Ecke kommt und die sich jetzt ein bisschen umorientiert, dass sie dann diese Eco-Village oder wie man dann mit einem Pyrolyse-Blockheizkraftwerk Kreisläufe schließt und Therapeuter macht und so, alles böhmische Dörfer. Aber tolle Lernprozesse, die kommen, weil sie in 10, 20 Jahren in der Grundrente landen. Ganz im Gegensatz dazu steht das Bauprojekt in Dortmund-Sölde, wo man auf freistehende kleine Familienhäuser setzt. Scheint sich jetzt dann doch wieder ein Teil der Leute abzuspalten, weil die das eigentlich gar nicht wollten. Die wollten nicht dieses klassische Wohnmodell vielleicht ein bisschen mit mehr Beteiligung und Shishi, sondern die wollten ein kleines Haus haben, wo sie drum herum gehen können, mein Home is my Castle. Das steckt ja doch noch sehr tief in vielen Menschen drin.